Moin moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gebe ich dir 5 Tipps mit auf den Weg, was ich persönlich auf Städtereisen an Equipment dabei habe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer und ich bin Fototrainer und Inhaber bei der FF Fotoschule. Und wir machen dann viele Fotoreisen, auch sehr viele Städtereisen. Und bei den Städtereisen habe ich immer etwas, so einen bunten Mix von allem möglichen Zeug dabei. Natürlich viel mehr, als ich dir jetzt hier zeigen werde. Aber ich sag dir mal, wenn du dich auf ein paar Sachen beschränken musst, was ich dann an deiner Stelle dabei hätte. Tipp Nummer 1, und das hören viele nicht besonders gern, aber es ist nun mal so, ist ein Reisezoom. In diesem Fall hier in meinem ist es ein 12 bis 100 pro Objektiv von Olympus. Das heißt, es entspricht dem Bildwinkel Kleinbild 24-200. Normalerweise würde ich immer davon abraten, Reisezooms zu kaufen. Diese sogenannten Suppenzooms oder Glasböden, die liefern einfach keine gute Bildqualität. Das ist hier bei dem Pro-Objektiv von Olympus ganz anders. Es liefert erstaunlich coole Bildqualität auf absolutem Prime-Niveau. Und es ist mein immer drauf, wenn ich auf Reise unterwegs bin. Es ist relativ groß, ihr seht es hier auch. Aber ich kann mit diesem einen Objektiv alles Mögliche abdecken. Nämlich einen Bildwinkel von Weitwinkel, 24 mm Kleinbild, bis Tele, 200 mm Kleinbild. Und das hilft mir bei der Reisefotografie in Städten, weil ich da nicht permanent das Objektiv wechseln muss und auch nicht ein zweites mitschleppen muss. Zudem hat das Olympus hier noch einen Bildstabilisator, einen eingebauten im Objektiv. Es ist spritzwassergeschützt und staubdicht. Alles das hilft mir bei der Reisefotografie in Städten. Wenn du mehr zu dem Objektiv wissen möchtest, gerne in die Anmerkung. Da mache ich dir ein separates Video zu dem 12 bis 100 pro Objektiv. Dann auch letzte Objektiv, was ich bei so Reisen im Normalfall dabei habe, ist ein Ultraweitwinkel. In diesem Fall ist es hier das Laowa 7,5 mm. Dazu gibt es ein separates Video hier auf dem Kanal. Das ergänzt mein 12 bis 100 wunderbar, finde ich. Den Weg dazwischen laufe ich im Zweifel zwischen 7,5 und den 12 mm des Olympus. Das sind halt ein paar Schritte, die man dann machen muss. Gleichzeitig ist das hier wunderbar klein. Das heißt, ich habe nicht noch ein riesen weiteres Weitwinkel irgendwo in der Tasche, sondern ich versuche damit auszukommen. Und ich fotografiere eben dann auch eher so, sagen wir mal, 70, 80, 90% mit dem 12 bis 100 und die restlichen mit dem Weitwinkelobjektiv. Und dazu hole ich das dann eben aus der Tasche und setze das vor meine Kamera. Wenn ich sehr ambitionierte Landschaftsfotografie mache, was jetzt heute nicht Thema ist, nehme ich vielleicht eher das 7 bis 14 Pro von Olympus. Auf Reisen habe ich super gerne das dabei, besonders bei den Städtetrips. Tipp Nummer 3 ist, ich habe immer dabei einen Graufilter. Auf Reisen in Städten sehr häufig hier so einen Variablen. Das ist auch echt nichts, was ich dir empfehlen würde. Ihr wisst es, ich benutze normalerweise sehr hochpreisige und erstklassige Filter der Marke Rollei, die ich sehr, sehr gern mag und die ich auch sehr gerne benutze. Aber so ein Plattenfiltersystem habe ich in Städten eben nur dabei, wenn ich weiß, ich möchte heute ganz gezielt Langzeitbelichtung in der Stadt machen. Aber ich bin in der Stadt unterwegs und weiß noch gar nicht, was mich so erwartet.
variabler Graufilter. Das hat den großen Vorteil, ich kann mal schnell mit so einem Variablen zur Not auf irgendwie eine Sekunde oder zwei Sekunden kommen. Ich kann auf alle Fälle bei meinen Olympus-Kameras auf eine halbe Sekunde tagsüber kommen, sodass ich in den Live-Composite komme. Und der Live-Composite bei Tag funktioniert eben auch sehr gut. Dazu gibt es auch hier auf dem Kanal ein separates Video, wie Live-Composite bei Tag funktioniert. Und dafür habe ich einen variablen Graufilter dabei mit diversen Step-Up- und Step-Down-Ringen, sodass ich ihn auf alles Mögliche adaptieren kann. Großer Vorteil in Verbindung mit dem Laowa 46 mm Filtergewinde, Einschraubfilter, funktioniert ohne abzuschatten. Insofern dafür nehme ich den Graufilter mit. Jetzt sagst du jetzt wahrscheinlich, gut, Graufilter hast du dabei, Frank, kein Fernauslöser. Stimmt, Fernauslöser habe ich keinen dabei. Ich löse in der Regel dann mit dem Selbstauslöser der Kamera aus und habe da zwei Sekunden Vorlauf. Oder ich benutze die App auf dem Smartphone, um meine Olympus auszulösen. Dafür habe ich noch etwas weiteres dabei. Statt dem kabelgebundenen Auslöser habe ich ein kabelgebundenes kleines Mikrofon dabei. Das habe ich immer dabei. Das ist hier das Rode SmartLav Plus. Da ist jetzt hier ein iPhone X-Adapter dran. Das benutze ich, um schnell mal irgendwo Ton extern aufzuzeichnen. Es kommt immer mal wieder vor, dass ich unterwegs bin und sage, okay, jetzt hier schnell ein Stückchen Video drehen und ich habe wirklich nicht gern den Ton aus dem Smartphone oder aus der Kamera. Dann stecke ich mir das Ding schnell an oder halte es mir auch nur hier hin, wenn ihr was anderes seht. Also ihr seht durch meine Kameraperspektive eine andere Filmaufnahme, dann kann ich ja hier ganz entspannt in der zweiten Hand reinsprechen oder mir das Ding hier an meiner Handschlaufe festmachen. Ich zeige euch das hier mal so. Also schaut mal ganz kurz. Hier so, das heißt, ich kann hier filmen und gleichzeitig da hin sprechen und ihr bekommt einen saubereren Ton, als wenn es der Ton direkt aus der Kamera wäre oder auch aus meinem iPhone. Und deswegen habe ich immer hier das kleine SmartLav Rode Mikrofon mit in der Tasche. Die naheliegenden Dinge wie Ersatzspeicherkarten, Akkus und den ganzen Krempel habe ich jetzt hier in diesem Video mal weggelassen. Ich zeige euch jetzt, wie ich all das, was ich dabei habe, transportiere. Und zwar habe ich hier eine Cosy Speed Tasche. Das ist eine Streetomatic in Braun. Ihr wisst es wahrscheinlich, ich liebe diese Taschen, ich habe sie immer dabei, ich habe sie immer um der Hüfte, weil sie eben mir erlauben, die Hände frei zu haben und gleichzeitig die Sachen sicher zu verstauen und gleichzeitig auch einen schnellen Zugriff zu haben. Aufmachen, reingreifen, Sachen rausnehmen, zufallen lassen, Gummiband vor, ist die Tasche wieder zu. Die Cosy Speed habe ich eigentlich immer am Gürtel, daran befestige ich dann im Zweifel noch vielleicht so eine Halterung, um meine Kamera zusätzlich an dem Gurt festzumachen und so weiter und so weiter, das mag alles sein. Aber die Tasche habe ich normalerweise immer dabei, da ist nämlich das drin, was ihr jetzt eben schon gesehen habt und eben das, wovon ich gesprochen habe, so ein bisschen Kleinkram, den man eh zusätzlich zur eigentlichen Kamera noch dabei haben sollte. Ich hoffe, diese 5 Tipps haben dir geholfen. Ich hoffe, die haben dich ein bisschen inspiriert, was du vielleicht auf deiner nächsten Städtetour dabei haben möchtest oder eben auch nicht. Wenn du weitere Tipps hast, die so ein bisschen über den Standard hinausgehen, gerne hier unten in die Kommentare unter diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, erzähl es deinen Freunden, dass es hier diese Videos gibt. Und dann immer schön dran denken, wir zwei, wir sehen uns spätestens nächste Woche hier auf dem Kanal wieder.